Dann werft es in die Feuerschale. Wie das Feuer das Holz verbrennt, wird das Licht eure Sünde verbrennen. Ja, das bezweifle ich. Schnitzt Furcht in das Holz, schnitzt Wut in das Holz, schnitzt Stolz in das Holz, schnitzt Gier in das Holz. Schnitzt unleserliches Gekritzel in das Holz. Jo, bin ich dabei. Das ist reine Zeitverschwendung. Habt ihr etwas gesagt? Nö. Es ist vollbracht. Gut. Ihr müsst das Gefühl haben, dass euch eine große Last von den Schultern genommen wurde. Willkommen in Kyovashad. Ja, mir ist eine ganz schwere Last von den Schultern genommen worden. Vorrangige Quest führen eine Funktion und Systeme ein und schalten diese frei. Blau. Das ist zum Beispiel da oben in der Mitte. Okay. Sucht euch einen anderen Ort zum Aufwärmen. Ich war zuerst da. Entschuldigung. Es tut mir leid, ich muss jetzt natürlich erstmal ein bisschen hier gucken, was alles hier so gibt. Sagt, wo sind eure Mädchen? Sind sie endlich weggelaufen, um Ritter zu spielen? Sie sind heute Morgen nach Cor Valar aufgebrochen. Dort bekommen sie Essen, eine Ausbildung, mehr als ich ihnen bieten kann. Hm. Hier wird es wieder rausgehen. Dann gehen wir erstmal hier hin. Der Alchemist. Den Schwanenheiltrank haben wir. Den winzigen Heiltrank könnten wir herstellen. Brauchen wir aber erst Stufe 10 für, um den dann benutzen zu können. Aha. Aber okay, was haben wir hier? Elixiere herstellen. Schwaches Elixier des Eisenstachels. 30 Minuten lang die Rüstung 50, Dorn um 25 und Erfahrung um 5%. Oh, das ist interessant. Kosten 1000. Oha. Ressourcen verfeinern. Okay, okay. Das ist auf jeden Fall so einiges, was man hier machen kann bei denen. Räucherwerk herstellen kann ich noch nicht. Okay. Interessant, wie gesagt. Aber momentan würde ich das erstmal lassen. Vor allem, wo ich kein Geld habe. Also nicht wirklich viel Geld. Es war kostenlos. Ich brauche keine Almosen von diesen Bastarden aus der Kathedrale. Entschuldigung. Kuriositäten. Der Vater möge euch Glück bringen. Kosten 50. Oh, das haben wir eben bekommen einmal, ne? Bei ihr kann ich aber... Ach, ich kann nicht mal verkaufen, okay. Bis zum nächsten Mal. Da ist ein Keller. Ich glaube, ich habe gerade sowas wie einen Schmied gefunden. Ein Heiler, hier können wir reden. Ich habe ein neues Geschwür auf meiner Hand entdeckt. Das macht bisher... 17. Ich glaube eigentlich nicht, dass das so gut ist, oder? Schmied. Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Nach Qualitätsgegenstand wiederverwerten. Gesamter Ramsch, gewöhnlich, magisch, selten, alle Gegenstände. Wir machen auf jeden Fall die gewöhnlichen einmal weg. Ah, dafür kriegen wir nämlich dann auch Eisenbrocken und Leder. Okay, perfekt. Und die... Ich habe alles schon nachgeguckt, ne? Ich meine, ja, genau. Ja, und die magischen. Ich hätte auch direkt alle Gegenstände machen können, aber... Ich wollte einmal gucken, wie es... Was man so... Aha, noch anderes rauskriegt. Silbererz und hier überragendes Leder. Reparieren.
funktioniert gerade gar nicht. Okay, Waffenrüstung aufwerten können wir nicht. Warum auch immer. Rüstungen, Waffen. Alles. Oh, die Fellhose wäre etwas besser. Aber definitiv viel zu teuer. Bleibt wachsam. Ja. Ja, nee, nee. Und nicht. Okay, gehen wir mal diese blaue Quest hier. Ah, das ist Wegpunkt. In dem Fall war es jetzt ein Wegpunkt. Gibt bestimmt noch andere Sachen. Reisende seid auf der Hut, tödliche Bedrohung in der Nähe gesichtet. Mit Wegpunkt könnt ihr... Hä? Okay. Mit Wegpunkten könnt ihr frei durch Sanctuario schnell reisen. Aktiviert beim Erkunden Wegpunkte, um mehr Schnellreiseoptionen zu haben. Ja, das kennen wir ja schon. Ihr könnt Ansehen verdienen, indem ihr verschiedene Aktivitäten auf dem ganzen Kontinent abschließt. Die haben wir auch schon gesehen. Der Halt von Ansehen bringt euch bei bestimmten Grenzwerten Belohnungen ein. Ihr seht den Status eures Ansehens für jede Region auf der Karte. Oh, das ist interessant. Okay. Sirlina, das ehemals verheißungsvolle und fromme Mitglied der Ritter der Reue, hat dem Licht abgeschworen und lebt nun in der Dunkelheit. Die Gläubigen sollten das Plateau von Kilsig, Entschuldigung, meiden, wo sie zuletzt gesichtet wurde. Aha, aha, aha. Hallo? Seid ihr Mitglied der Kathedrale? Ich war nie religiös, bis ich Zeugin eines Wunders wurde. Inarius selbst hat einen Mann mit dem Licht gesegnet. Er stand auf und konnte zum ersten Mal seit Jahren gehen, gleich an Ort und Stelle. Das Licht ist real, mein Freund. Findet Trost darin. Mhm. Okay. Was wisst ihr über die Prophezeiung? Man hört überall davon. Der große Krieg gegen das Böse. Der Tag, an dem Inarius uns alle mit in den Himmel nimmt. Ich hoffe, dass meine Katze ebenfalls mit uns kommen kann. Ja, bestimmt. Erzähl mir von den Pilgern hier. Tag und Nacht strömen sie in die Stadt. Höfliche Leute. Und sie zahlen ihre Rechnungen. Was man von einigen Ortsansässigen hier nicht behaupten kann. Also sowas von... Schlimme Ortsansässige. Hallo, wer bist du denn? Ist es normal, dass Fromme so enthusiastisch trinken? Ich schätze, ich kann es ihnen nicht verdenken. Okay. Kommode. Aha. Aha, aha. Ah, okay. Kann ich also das aussehen anscheinend. Das ist cool. Die Grabstelle sind cool. Beutetruhe. Meine persönliche. 100.000. Okay, ja gut, dafür sind es aber 50 Plätze mehr. Ah, trotzdem. Ja, trotzdem. Guter und stolzer Preis. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier geht's wieder raus. Ja, machen wir noch ein bisschen quatschi. Was ist mit euren Augen geschehen? Hey, diese verdammte Schlange. Sie trägt sie an einer Kette um ihren Hals. Verdammt sei sie. Verdammt sei sie. Und ich hoffe, sie brennt für das, was ich sehen musste. Naja, jetzt siehst du ja nichts mehr. Wer bist du? Ich habe nur einen Apfel gestohlen. Der Vater will doch nicht, dass ich hungern muss, oder? Aber stehlen soll man doch nicht. Kommt schon! Wie viele Versuche braucht ihr noch, um diese verdammten Dinger zu treffen? Nett. Netter Geselle. Weltstufenstatue. Ah. Stufe 50 bis 70. Und dann 70 plus. Okay. Interessant. Erzählt mir. Verdammt kalt, oder?
Aber wenigstens sind wir sicher. Jenseits dieser Mauern herrscht Dunkelheit. Wie geht es der Stadtwache? Die neuen Milizrekruten trainieren Tag und Nacht. Sie haben etwas Lob verdient. Aber ich kann nicht zulassen, dass sie mich als Weichling sehen. Würde es euch etwas ausmachen, sie für mich anzufeuern? Schnelles Geld für euch, mehr Selbstvertrauen für die Rekruten. Und ich bleibe weiterhin ein harter Hund. Alle Beteiligten gewinnen. Ich kümmere mich darum. Wäre es nicht eine harte Hündin? Entschuldigung. Verspotten. Die Bestie lebt in euch. Boah. Ey, das war... Puh. Sowas von angefeuert. Danke. Hoffentlich gewöhnen sie sich nicht daran. Das war sowas von angefeuert. Boah, ey. Der Hammer, was ist das denn jetzt? Kräutertruhe enthält eine Auswahl an Kräutern. Aha. Schick. Schön, schön. Danke, danke. Aber das stimmt, den hatte ich noch. Oder sie? Sie, Entschuldigung. 100 Generationen lang hat die Hölle selbst Vater Inarius eingesperrt. Aber sie konnte ihn nicht brechen. Er hat seine höllischen Fesseln abgelegt und ist zu uns zurückgekehrt. Und jetzt wird er die Gläubigen auf den Pfad der Erlösung führen. Mhm. Okay. Ich sage euch, mein Nachbar ist verhext. Ich sah, wie er vor meiner Tür herumschlich und Flüche murmelte. Oh nein. Natürlich, natürlich. Das hat nicht zufällig etwas mit dem Gold zu tun, das ihr ihm schuldet. Ups. Oh, warte, das ist auch noch ein Brett. Ankündigung. Zu Beginn des neuen Monats wird Mutter Oberin Prava eine Morgenandacht halten, um die göttliche Ankunft zu feiern. Den Tag, an dem Vater Inarius in die Welt zurückkehrte. Schön, schön. Weiter so, weiter so. Boah, Alter, das Licht ist ja geil hier. Ringe und Amulette. Alter, was? Okay, sind auch für Stufe 10. Widerstände nur? Okay. Beehrt uns bald wieder. Ah, den kann ich noch nicht. Der ist noch ausgegraut. Der funktioniert noch nicht, der Typ. Seht ihr diese Narren da bei der Kathedrale? Winseln, jaulen, wie die Hunde. Mhm. Und du? Alles okay bei dir, ja? Ja? Gut. Okkultistenrezept. Skorpiongift, Schwefel, Galgenrebe, Ziegenherz, Knochenstaub und eine Fiole vom Blut des Subjekts. Aha. Und das ist dann ein Liebestrank? Wer möchte nicht mit Ziegenherz einen Liebestrank bauen? Der Preis, den ihr verlangt, ist geradezu sündhaft. Erst letzte Woche habe ich die Hälfte davon für Karotten bezahlt. Ja. Wenn ihr so weitermacht, sind wir zum nächsten Mond entweder mittellos oder verhungern. Tja. Also, was habt ihr auf dieses Stück Holz geschrieben? Wahrscheinlich überhaupt nichts. Ich würde es verstehen. Nun, ich glaube, es spielt keine große Rolle. Mhm, mhm. Okay, so, dann reden wir mit ihm. Ein Pferd? Wollt ihr irgendwo hin?
Ich werde mich in die Trockensteppe begeben, um den Fallenmann aus eurer Vision zu suchen. Ich muss wissen, welche Rolle er bei all dem spielt. Doch während ich meinen Handel abschließe, müsst ihr noch etwas beschaffen, das mir gehört. Ein Händler im Zentrum der Stadt hat es. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. Es ist interessant, dass er wohl anscheinend hier ein- und ausgehen konnte, wie er will. Was hatten die Dorfbewohner in diesen Ruinen vor? Opfern, Dämonen beschwören, all die wunderbaren Gaben von Lilith verfeinern. Erzählt mir von Inarius. Die Kathedrale liebt es, von ihm zu schwärmen. Seine Gefangenschaft in der Hölle, seine heroische Flucht, seine glorreiche Rückkehr hierher, in die Welt, die er erschuf. Aber sie erwähnen nie, dass man durch jahrtausende lange Folter in der Hölle ein ziemlicher Arsch wird. Okay, das finde ich gut. Lilliths Rückkehr wurde prophezeit. Es gab eine Prophezeiung, ja. Sie sagte den Aufstieg der großen Übel voraus. Die Rückkehr von Lilith und Inarius. Den Untergang unserer Welt. Inarius hat die Prophezeiung für seine eigenen egoistischen Zwecke adaptiert. Sie in die Predigten der Kathedrale des Lichts eingeführt und es so klingen lassen, als wäre er der Held, der uns rettet. Krass. Hätte ich ja gar nicht erwartet. Schartige Hufe, Senkrücken, trübe Augen. Huch, Entschuldigung. Dieses arme Ding ist... Stehe ich auch mal davor. Vor drei Wochen. Lorat hat mich geschickt. Der alte Mann hat also endlich beschlossen, es zurückzukaufen. Wie ich ihn kenne, hat er kein Geld erwähnt, oder? Wenn er seine Waffe will, müsst ihr bezahlen. Es ist ja toll. Ja gut, 20 Gold ist ja nix, ne? Wartet. Der alte Mann hat mir ebenfalls das hier verkauft. Er sagte, er benötige es nicht mehr, aber ich glaube, er würde es trotzdem gerne wieder haben. Kostenlos. Ein seltsames Amulett. Ein altes, einzigartiges Amulett. Nach jahrelangem Gebrauch sieht es abgenutzt aus. Vielleicht war es mal ein Dienstabzeichen. Und auch die Waffe, wo ich sie jetzt hier so sehe, ist er doch derjenige, welche, für den ich, wo ich den vom Namen her gesagt habe, das klingt so ähnlich. Hieß er doch Lorat? Ich bin gerade echt sowas von unsicher, ne? Hammer. Ich musste eure Waffe bezahlen. Ah, verzeiht mir. Er hat mir auch dieses Amulett gegeben. Was ist es? Das Mal der Horadrim. Ja, ist es wirklich. Von Gelehrten und Magiern, der schwor, Sanctuario vor Dämonen zu beschützen. Heutzutage sind wir nur wenige. Es gibt einen anderen Horadrim, Donan. Sein Wissen über Dämonen wird nur von seiner Überheblichkeit übertroffen. Klingt, als könnte er uns helfen. Ihr solltet ihn ins Kosklen aufsuchen. Aber vergesst nicht die Kathedrale. Sie erwarten euch und könnten nützliche Verbündete sein. Ihr kommt nicht mit? Ich werde die Trockensteppe besuchen, um herauszufinden, wer dieser fahle Mann ist. Ihr könnt mitkommen, aber seid vorsichtig. Eure Verbindung zu Lilith, eure Visionen. Ihr seid der Schlüssel, um sie zu finden und ihre Pläne zu durchkreuzen. Das heißt, ich habe jetzt vom Prinzip drei Aufgaben gerade. Manchmal sind unsere Wege vorbestimmt, sich zu kreuzen. Wir wissen es nur nicht. Ob es Zufall war oder das Schicksal, wir können nichts dagegen tun. Der im Sturm verlorene Wanderer. Befleckt von Lilis Blut,
errettet von einem einsamen Mönch. Verschiedene Leben und Ereignisse fielen zusammen. Wodurch? Schicksal? Oder zog eine höhere Macht die Fäden? Ich wusste es nicht. Doch damals glaubte ich, ich könnte die Menschheit vor der Tochter des Hasses schützen. Die Verbindung zwischen dem Wanderer und ihr gab mir Hoffnung. Man stelle sich das vor. Okay. Wenn er wirklich derjenige ist aus Diablo 3, dann muss aber ganz schön viel Zeit verstrichen sein. Orte auf der Karte Tab mit Kartensymbol, die mit Kartensymbol markiert sind, enthalten neue gekaufte Gegenstände. Okay. Gekaufte Rüstung, Waffen und andere kosmetische Charaktergegenstände befinden sich in der Kommode. Gekaufte Reittiere und kosmetische Gegenstände für Reittiere befinden sich im Stall. Gekaufte Emotes finden sich beim Anpassen des Aktionsrads. Okay. Einmal Schuhe. Und ich habe das Stadtportal bekommen anscheinend. Und ich sehe jetzt andere Spieler. Das ist etwas, was ich jetzt noch nicht wusste. Sie sind vom Level ein bisschen höher als ich. Ihr seht besorgt aus. Naja, Bosan ist noch immer unterwegs, um Menestat unsere Zehntforderungen zu überbringen. Vielleicht könntet ihr da draußen nach ihm sehen und herausfinden, wieso er so lange braucht. Die Kathedrale braucht ihr Geld. Okay, so. Das ist jetzt schlechte Neuigkeiten. Das ist das, was wir, glaube ich, zuerst machen sollten. Und der Rest... Das ist die Nebenquest, die ich gerade angenommen habe. Okay. Es verwirrt mich gerade so ein bisschen, dass ich die anderen Spieler sehen kann schon. Der kommt ein bisschen sehr viel später. Oh, glorreicher Vater, ich danke euch. Euer Licht hat die Krankheit aus meinem Fleisch gewaschen. Ich wurde in eurem Glanz geheilt. Okay. Vater Inarius, segnet das Kind, das in meinem Bauch wächst. Beschützt es in eurem Licht. Okay. Mein Bruder sagte mir, dass ihr eure Augen in der Gegenwart des Vaters abwenden müsst. Sonst blendet euch sein Licht. Deshalb tragen die Ritter Helme. Klar. Genau deswegen tragen die Helme. Bin ich voll und ganz bei dir. Okay. Ich würde mal sagen... Da wir halt mitten in der Nacht haben, wo ich das mache, will ich jetzt erstmal hier für die erste Aufnahme eine kleine Pause machen. Schauen wir dann an wegen Schneiden. Weil ich will es halt versuchen schon an dem Wochenende fertig zu kriegen. Und dann muss ich halt aber auch noch schneiden und das will ich halt immer so ein bisschen peu à peu machen. Damit ich das nicht von einem 8-Stunden-Video oder so mache, mache ich immer so 2 bis, ich vermute mal 3,5-4 maximal. Und dann fange ich an zu schneiden und dann kann ich auch zwischendurch bei dem Schneiden mal was essen, irgendwie mal was anderes machen und ja, auf jeden Fall mir dann immer so eine kleine Pause gönnen, auch vom Reden, weil sonst, wenn ich halt in einem aufnehmen würde, sitze ich hier irgendwann am Ende
könnt ihr mich ja gar nicht mehr hören. Deswegen mache ich jetzt hier Schluss. Bedanke mich schon mal für diese Aufnahmesession. Ich werde auch gleich nochmal gucken, ob ich vielleicht die anderen Spieler ausblenden kann, während ich in Städten bin. Ich hoffe doch zumindest auch, dass die nur in Städten da sind und nicht auch auf dem Feld nachher. Das würde mich, glaube ich, sehr wundern eigentlich. Aber wie gesagt, ich gucke gleich mal. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall und dann bis zur nächsten Aufnahmesession in... Keine Ahnung, ob ich gleich erstmal noch schlafe auch. Ansonsten vielleicht 2 Stunden oder so. Also... Ciao, ciao.